In der Politik, in der Verwaltung wird oft Beteiligung als Informationsveranstaltung gesehen. Das würde ich aber nicht als Beteiligung bezeichnen. Also wenn Bürger nur darüber informiert werden, was dann passiert, ist es noch lange keine Beteiligung. Das ist das eine. Das andere ist, dass oft eine Art von Imagepolitik betrieben wird. Das heißt, es wird beteiligt über Entscheidungen, die bereits passiert sind und de facto sozusagen ex post legitimiert werden dadurch. Und das ist eine Art der Manipulation, die die Bürger wirklich überhaupt nicht überzeugend finden und sich dann auch eher abwenden von jeglichem Engagement. Es liegt also eine Gefahr darin, eigentlich Beteiligung tot zu machen durch schlecht gemachte oder manipulative Beteiligung.